Willkommen zur zweiten Folge von Fragtalk, dem Format, wo ihr in die Kommentare eure Fragen an mich schreibt. Und wir haben in der ersten Folge ganz schön viele Fragen bekommen und ja, da werde ich noch ein bisschen beschäftigt sein, alle Fragen zu beantworten. Aber da ist noch eine Sache da, die ich noch ergänzen sollte. Ich kann natürlich nicht, wenn ich jetzt bei Folge 5 oder so bin und von Folge 1 noch Fragen nicht beantwortet sind, schreibt sie mir dann noch nach ein paar Folgen nochmal, weil verliere ich sonst komplett die Übersichtlichkeit. Von daher fangen wir an mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist von Iggy's World. Also das ist eine ganz private Frage, aber ausnahmsweise beantworte ich die, weil normalerweise würde ich darüber ein ganzes Video machen, wie zum Beispiel Bibi. Die haben ja auch irgendwie, oder war das Dagi? Ich weiß gar nicht, wer das war. Die haben da auch so ein Video gemacht, wo die gesagt haben, wir werden Eltern oder irgendwie so einen Scheiß. Und so eine ähnliche Frage haben wir jetzt auch zu beantworten. Fragtoad, ist Todd schwanger durch einen Toad? Bitte um ehrliche Antwort. Sorry, aber deinen Tweet gesehen und konnte nicht widerstehen. Also, ich bin natürlich schwanger durch einen Toad, weil, ja, ein Toad ist männlich, ich bin männlich, wir sind natürlich beide eine Sache gekommen und dann ist halt ein kleiner Toad entstanden. Also, ich wollte eigentlich ein ganzes Video darüber machen, wie Dagi Bee, aber jetzt habe ich das hier leider schon verraten. Mist, jetzt kann ich keine Klicks mehr darüber machen. Das ist natürlich ganz traurig. Du bist schuld, Iggy's World. Du bist schuld. Anzeige ist raus. Auf jeden Fall, ja. Nächste Frage ist von Mew Offs. Und der hat mich gefragt, warum sind die Thumbnails von diesem Mew immer so geil? Ja, also das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ich weiß eigentlich gar nicht, wer dieser Mew ist. Also ich kenne nur Mew Offs, aber wer dieser Mew ist, das weiß ich leider nicht. Also kann ich diese Frage auch leider nicht beantworten. Das tut mir sehr leid. By the way, ist es mein Thumbnail-Ersteller, unter anderem wie Elpidaki und andere Leute. Ja. Ja. Der Mobile Games Skiller fragt, was hat deine erste Nintendo-Konsole? Meine erste Nintendo-Konsole war der Nintendo DS, ja. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin ja auch gerade mal 15, was auch unter anderem gefragt wurde, aber das habe ich schon öfters beantwortet und steht auch auf Twitter und sonst irgendwo. Also sage ich jetzt auch noch so nebenbei jetzt gerade. Ja, erste Nintendo-Konsole war der Nintendo DS mit dem Jahre 2008, glaube ich. Ja, mit 7 erst so mit Spiele so richtig angefangen. Davor vielleicht mal bei der Mutter oder so Moorhuhn auf dem PC gespielt, aber also dieses Moorhuhn-Kart und dieses klassische Pistole, die Hühner abschießen, sowas halt, ne? Der Muffet fragt, magst du Katzen und hast du eine? Ja, ich mag Katzen und ich habe auch eine Katze, die wird dieses Jahr 4 Jahre alt und ja, heißt übrigens Polly. Und vom XX Niklas 7XX haben wir auch eine wunderbare Frage bekommen. Wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube zu machen? Und noch eine Frage, was war dein erstes Best-of? Auf die Idee bin ich durch meine, na was heißt auf die Idee? Ich habe irgendwann mal gedacht, ach, da ich ja voll die innovative Idee, ich mache mal ein Katzenvideo mit meiner Katze. Nee, ich mache ein Katzenvideo mit dem Hund. Wow, Pius. Nee. Ja, und habe ich das einfach mal hochgeladen, aber dann habe ich irgendwann mit abgefilmten Let's Plays angefangen und so bin ich auf YouTube gekommen. Und mein erstes Best-of, das war das Mario Party 1 von Domtendo. Das ist auch noch vorhanden, ja. Aber das war nicht sonderlich gut, also kann ich nicht gerade empfehlen, ja. PS, mach weiter so, ich feiere dich richtig. Das ist gut, ja. Ja, der Shelly fragt nochmal, wie alt bist du? Haben wir beantwortet, 15. Der Alex S fragt, schaust du Animes oder liest du Mangas? Weder noch. Ich schaue weder Animes noch Mangas. Animes sind gar nicht so meins. Und Mangas sind da Bücher und Bücher lese ich weniger. Ja. Traurig, ne? Außer Gregs Tagebuch lese ich wirklich nicht viel. Ja. Ey, ohne Witz, ne? Ich drehe gleich durch. Ich habe gerade 15 Minuten gewartet vor der Frage jetzt eben, die ich jetzt als nächstes machen wollte. Weil erst kam ein Helikopter, dann ein Flugzeug und die haben so einen Lärm gemacht. Und dann fing mein Nachbar noch an zu bohren. Und ja, jetzt können wir gerne zur nächsten Frage kommen. Und die ist von Leben Benjamin. Der hat mich gefragt, wen magst du mehr? Lügst du oder Toad? Da muss ich sagen, Toad natürlich, Toad ist der süßeste, aber BlueX2 ist der netteste und ein ganz netter Mensch. Und aber Toad ist süß, ja.
Rot ist süß. Also beide, beide. Wen magst du mehr? Ich würde schon dann fast sagen, den Blue. Ja. Blue! Ich will ein Kind von dir. Ja. Gut. Haben wir noch Fragen hier? Haben wir noch mehr? Und zwar haben wir von einer Elea noch ein paar Fragen. Ja. Erstens, magst du alle deine Abonnenten-Toadies und auch ma und mich bin und auch mich bin auch einer. Natürlich mag ich euch alle. Wir sind die Toads und die Toads, die kann man ja nur lieben. Also, ja, mag ich euch alle. Zweitens, wie kamst du auf Nintendo? Die Story bitte. Ich habe mal nach einem Let's Play gesucht. Was heißt Let's Play? Nach einem Spiel gesucht. Das war New Super Luigi U. Und da kam ich dann auf Dommys LP. Ja, und seitdem verfolge ich ihn seit 2013. Ja. Hast du Dommy schon einmal persönlich getroffen? Nein, leider nicht. Ich war zwar bei diesem YouTube-Event im März, aber ich kam da erst nicht dran. Und auf der Gamescom war er dann ja nicht. Und ich auch nicht. Aber dieses Jahr auf der Gamescom versuche ich ihn mal zu treffen, ja. Und die letzte Frage von ihr: Wie stehst du zu Toadette? Toadette. Zu Toadette. Oh Gott. Toadette ist jetzt nie ganz so mein Fall. Ich habe sie damals immer Toilette genannt. Bei Mario Party 8. Ja, ich finde Toad auf jeden Fall süßer als Toadette. Ja. Toadette ist okay, aber Toad ist viel, viel süßer. So, und das war's denn für heute. Seid nicht traurig, wenn eure Frage noch nicht rankam. Ihr habt ja noch Zeit, das Format ist ja noch nicht zu Ende. In dem Sinne, stellt mir eure Fragen in die Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, fragt Toad, bitte ohne Flugzeug. Dankeschön, auf Wiedersehen, tschüss. Willkommen zur zweiten Folge von Frogtod. Frogtod, ja. Jo. Nächste Frage. Vom U-Offs. Fragt Tod. Warum sind die Tor. Kann dieses Flugzeug jetzt mal wegfliegen? Kannst du jetzt mal wegfliegen hier? Hallo? Alter, wie lange fliegst du denn so? Die machen da gerade eine Mittagspause oben, ey. Kann nicht sein, ja? Das Flugzeug fliegt und fliegt und fliegt und ich kann hier nicht weitermachen. So, dann haben wir noch die nächste Frage von. Ja, geil, boah. Fängt das hier, weißt du, erst Flugzeug jetzt bohren. Geht auf jeden Fall gut weiter hier. Wow. Super.